Schon jetzt gibt es in einigen Praxen Aufnahmestopps, auch bei uns in der Ronn-Region. Dr. Lothar Maurer ist Kinder- und Jugendarzt in Frankenthal. Auch er will sich überlegen, ob es sich noch lohnt, neue Patienten aufzunehmen. Denn der finanzielle Zuschuss für Neupatienten soll 2023 wieder gestrichen werden. Das hatte eigentlich die Politik erkannt und deswegen letztes Jahr diese Neupatientenregelung eingeführt. Viele Praxen haben jetzt auch umgestellt, haben deswegen für Neupatienten extra Sprechzeiten eingerichtet, haben auch MFAs dafür eingestellt, haben also Kosten. Und ja, jetzt kommt die Politik und sagt, Edge-Badge, habt ihr alles für Umme gemacht, interessiert uns nicht, kriegt ihr nicht mehr bezahlt, das nehmen wir euch wieder weg. Die Neupatientenregelung sei eigentlich eine gute Idee gewesen, weil sowohl die Praxen als auch die Patienten profitiert hätten. Darin ist sich die Ärztegemeinschaft einig. Jetzt ist ungewiss, wie es im nächsten Jahr weitergeht. Es kommen ja zwei Sachen zusammen. Die Krankenkassen sagen, sie wollen keine Erhöhung dieser Budgets für nächstes Jahr, obwohl die MFAs deutliche Lohnerhöhungen bekommen haben. Die Inflationsrate von 8%, dann auch für die Praxiseinkauf, alles andere 8% teurer wird, sagen sie, wir wollen keinen einzigen Cent mehr bezahlen nächstes Jahr. Und dann wird noch Geld, was wir dieses Jahr bekommen haben, weggenommen. Der Grund, die Krankenkassen müssen sparen. Letztlich bedeutet das, sparen an der medizinischen Versorgung. Die Kassenärztliche Vereinigung vermutet, weniger Einnahmen in den Praxen führen zu weniger Praxen, auch weil ältere Kollegen ihre Praxen schließen werden. Dies wiederum führt zu Wartelisten und Aufnahmestopps. Für den Kinder- und Jugendarzt liegt die Lösung nah. Ja, die Regelung nicht ändern, das heißt so lassen, wie es ist. Dass es eben attraktiv wird, eben mal, wenn ein Patient anruft, sagt, ich brauche doch ganz dringend einen Termin, sich die Zeit extra zu nehmen, dass man ihn behandelt, aber das dann auch bezahlt bekommt und nicht umgemacht. Experten sagen, es gebe gar keine Studien, die belegen, dass die Neupatientenregelung überhaupt etwas gebracht hat. Ärzte sehen das anders und Patienten vermutlich auch, denn am Ende sind sie es, die keinen Termin bekommen.